Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder Zeit für ein neues Angezockt, und zwar ein ganz außergewöhnliches für meine Verhältnisse. Nämlich, es handelt sich hier um das Spiel Battlegrounds. Und bevor wir jetzt reinspringen, vielleicht was PlayerUnknown's Battlegrounds überhaupt ist. Das ist in dem Fall recht einfach zu erklären. Eigentlich habt ihr 100 Mitspieler und euer Ziel ist es, möglichst lang auf dieser Insel zu überleben. Ihr werdet abgeworfen, könnt euch da frei orientieren und frei durch die Welt schlagen, müsst euch auf dem Weg dahin da ein wenig versorgen mit Munition, Waffen und so weiter und so fort. Das ist mein aktueller Charakter, den kann man auch aber dann noch aufwerten. Das ist eine Early Access, das heißt, das Spiel ist noch wirklich in einem frühen Stadium, aber man kann aktuell schon hier diese Credits sich sammeln, kann hier seine Charakter anpassen und so weiter und so fort. Also da ist doch schon einiges am Start. So, ich denke, das war's schon. Mehr braucht man gar nicht erzählen, sondern wir springen direkt Click to Play. Und alles andere erklärt sich dann von selbst. Vielleicht ganz kurz noch, für viele von euch wird vielleicht H1Z1 ein Begriff sein. Ziemlich das gleiche ist das, allerdings natürlich doch mit dem einen oder anderen Unterschied. Denn H1Z1 ist deutlich schneller, deutlich dynamischer, aber auch deswegen finde ich einen deutlich größeren Anteil an Stress. Und das ist bei dem Spiel hier dann nicht der Fall. So, erstmal wird hier geladen. Das ist so die Art Lobby, die wir jetzt hier sehen. Dauert das so ein bisschen. Und man kann sich hier einfach erstmal so ein bisschen rumlaufen. Da passiert noch nicht viel. Also das ist alles noch altbekannte Kost. Man kann auch schlagen. Man kann hier mal schon mal so gucken, was es so überhaupt gibt. Und wie gesagt, hier passiert jetzt noch nichts, weil das ist einfach erstmal wirklich nur der Spielstart. Da wird es gewartet, bis auch alle Leute wirklich drin sind. Und danach geht es dann ins Flugzeug. So. Ab und an gibt es noch kleine Ruckler. Wie gesagt, alles Early Access. Das Spiel ist wahnsinnig erfolgreich auf Steam. Also das hau dich um. Also Early Access läuft wahnsinnig gut. Und ich habe das ganz, um ehrlich zu sein, bei Jeff, ich hatte Jeff immer gesehen, das Spiel, in seinem Stream. Und da dachten wir, ja, das schaut gut aus. Das will ich mir jetzt auch mal anschauen. Ja, und hier haben wir schon das Flugzeug, hier ist die Insel. Und wie gesagt, jetzt muss man dann hier irgendwo abspringen und sich immer dahin schlagen, wo dann die Karte sozusagen einem das vorgibt, aber das werden wir gleich noch sehen. Ich springe da gleich mal ab. Da geht es jetzt erstmal runter. Ich würde gerne darüber. Und da ist jetzt ganz wichtig, sich in den Häusern schnell zu orientieren und Sachen zu finden, die man braucht, um sich hier gegen die Gegner zu erwehren. Jetzt kann man schon mal ein bisschen gucken. Ja, wo sind die ersten Leute abgesprungen? Da sind auch welche. Also das heißt, hier dürfte es gleich interessant werden. Da heißt jetzt nicht lange versauern, sondern gleich möglichst eine Waffe finden. Runter. Yep. Und wie gesagt, jetzt hier in die Häuser, das ist jetzt das Essentiellste vom Spiel. Denn jetzt müssen wir ganz schnell Waffen finden, Kampfhosen und sonstiges, Medipacks und alles, was es halt so gibt. Da ist schon mal eine Waffe. Rucksack ganz gut, denn mit dem Rucksack kann ich mehr Sachen mitnehmen. Auch Granate, nimm mal alles mal mit. Aber mir fehlt noch so eine richtig dicke Wumme. Hier ist mal nix. Hier auch nix, also weiter ins nächste Haus. Noch gibt es kein
muss man schon langsam aufpassen, weil natürlich die nächsten Menschen sind nicht weit. Man sieht schon, auch die ersten werden schon getötet. Da ist schon mal eine Pumpgun. Man hört auch jetzt schon die Schüsse. Motorradhelm. Bisschen was für die Optik tun. Es gibt auch Fahrzeuge. Also wir müssen jetzt hier in diesem Gebiet sein. Das ist jetzt der essentielle Punkt. Wie gesagt, Fahrzeuge gibt es auch, aber die sind natürlich nicht so zahlreich vorhanden. Ich will mich auch mal ganz kurz orientieren. Oh. Da haben wir jetzt schon einen gehört. Der war ganz nah. Auch Erweiterungen der Magazine. Hier haben wir das Inventar. Oh, sehr schön. Sehe jetzt aber hier nichts und das macht so die Spannung aus. Denn jetzt kommt so ein bisschen das Thema Psychokrieg in das Spiel auf. Keiner weiß wirklich, wo jemand ist. Keiner hat irgendwie eine große Orientierung. Verband immer wichtig, um sich da, wenn man doch mal auf einen trifft, ein bisschen wieder zu helfen. Und jetzt müssen wir da runter. In den nächsten 2 Minuten 30 fängt hier diese Zone an. Das heißt, jetzt sollten wir uns mal langsam aufmachen Richtung Süden. Das ist natürlich jetzt hier gefährlich, weil klar, jetzt ist man auf einem offenen Areal, kann also von vielen Leuten, die hier in den Häusern sitzen zum Beispiel und natürlich auch warten, dass jemand davor läuft, erschossen werden. Die Autos hier sind alle nicht brauchbar, das sind alles Wracks. Natürlich gibt es hier auch verschiedenste Arten von Gewehren, auch Sniper und sonstiges. Also da hat man natürlich mit solchen Waffen dann einen riesen Vorteil. Aber es sind nur noch 66 am Leben, also einige schon hier tot. Ihr seht, das Areal ist noch ein gutes Stück weg. Das heißt, da muss ich jetzt wirklich die Füße in die Hand nehmen. In einer Minute kommt so eine Elektrosphäre. Das ist so ein blaues Gebiet. Und am Anfang macht die noch nicht so viel Schaden. Je später und je länger die Runde wird, desto schlimmer wird es. Und irgendwann ist man fast instant tot, kann man schon sagen. So, ja, mein Waffenarsenal ist ganz brauchbar. Da wird schon geschossen, aber ignoriere ich mal, weil wir sehen, langsam wird die Zeit echt knapp für den Weg. 30 Sekunden lediglich noch über.
Das ist auch immer so ein Ding, wie lange wartet man, bis man weitergeht, wie lange traut man sich zu warten. Und jetzt verkleinert sich der Spielbereich auch. Man sieht unten rechts über der Minimap ganz gut, sozusagen diese weiße Figur bin ich. Das Weiße ist, wo man hin muss, und das Blaue wird eben jetzt größer und holt mich jetzt sozusagen peu à peu ein. Und das ist natürlich der Hintergrund, dass diese Map mit 100 Leuten am Anfang groß genug ist, aber irgendwann dann eben nicht mehr. Und sie wird immer kleiner und am Schluss kann man sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Wenn Türen wie hier offen sind, ist recht wahrscheinlich, dass hier schon jemand war. Also es gibt zwar mal aufgesprengte Türen, aber unterm Strich muss man sagen, wenn eine Tür irgendwo offen ist, dann könnt ihr recht sicher sein, da war schon mal jemand. So, und jetzt haben wir hier vorne gleich das Gebiet, wo wir hin müssen. Und jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen, weil klar, die Leute wissen natürlich auch, dass so Leute wie ich jetzt hier reinlaufen müssen in das Gebiet und warten dann dementsprechend auch. So, ich bin jetzt schon drin, jetzt bin ich safe. Jetzt heißt, jetzt muss ich wieder aufpassen. Da ist die Tür auch offen. Also hier war definitiv jemand. Und hat sich schon mal ein bisschen umgeguckt. Das heißt, ich brauchte auch gar nicht großartig in das Haus rein. Denn wenn das schon einmal sozusagen leer gelootet wurde, macht es keinen Sinn mehr, sich da noch großartig umzugucken. Wie gesagt, man ist recht viel allein unterwegs, aber genau das macht so diese Stimmung aus, dass man einfach nie weiß, wann kommt jemand, wo ist jemand, wo wartet vielleicht auch jemand auf einen. Weil das kann natürlich immer auch passieren, dass man auf einmal plötzlich vor jemand steht, den man gar nicht erwartet hätte, und das sind auch so richtige Schockmomente. Also selbst bei Streams habe ich mich da schon erschrocken teilweise, und das sagt schon alles irgendwie aus. So, Mantel schaut cooler aus. Aber auch hier sieht es so aus, als ob schon jemand da war. Mal natürlich auch einen Blick hier nach hinten werfen, weil klar, da kommen sie so peu à peu an. Blendgranate, die könnte mal nicht schaden später. Das ist jetzt so eine gefährliche Nummer, weil hier in dem Ort, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch riesig groß, dass irgendjemand wartet auf einen. Die ist ein bisschen schicker. Ich habe aber leider keine Möglichkeit hier. Mal gucken. Ich wollte nur schauen, wie die schießt. Bin ja auch kein Fachmann bis dato hier in dem Spiel. Neun Millimeter. Aber wie gesagt, so Anbauteile finde ich gerade kaum.
werde ich mich mal hier in dem Haus mal so ein bisschen niederlassen. Luftklappe kann ich ausstatten. Den praktischen nicht. Oh ja. Erste Hilfe nehmen. Jetzt werde ich mal hier so ein bisschen warten. Mit der Granate nicht genug Platz. Wie gesagt, jetzt ist hier einfach ein bisschen auch warten angesagt. Wo könnte einer kommen? Wo treiben sie sich rum? Ich muss nicht mehr weiter nach unten laufen, das mache ich jetzt schnell. Weil klar ist natürlich auch, wer da in dem Gebiet ist, hat einfach einen taktischen Vorteil. Mit meinem geilen Mantel. In den Garagen stehen natürlich auch teilweise dann die Fahrzeuge. Klar, Spieler, die das Spiel schon häufig gespielt haben, dazu gehöre ich definitiv nicht. Die wissen natürlich auch so ein bisschen, die Karte besser zu lesen. Das für meine Fälle tue ich definitiv noch nicht. Da ist jetzt ein größerer... größeres Gebäude. Boah. Weiß ich, das ist halt, man weiß so gar nicht, wo die Schüsse herkommen. Natürlich aus dem Gebäude da in etwa. Ich habe keine Ahnung, also wirklich gar keine. Aber ich kann jetzt auch vielleicht nach hinten versuchen wegzulaufen. Über diese Kuppe. Und genau das ist es halt. Der hat jetzt den Vorteil, dass er da schon in dem Gebäude steht und da warten kann auf diejenigen, die dann da ankommen, so wie mich jetzt eben. Deswegen so. Der hatte da zum Beispiel einen Buggy. Da gibt es einen Abwurf von einem dieser Flugzeuge. Und ihr habt auch gesehen, glaube ich, kurz an der Reaktion, dass es mich auch gut erschreckt hat, als der auf mich geschossen hat. Oh, oh, oh. So, jetzt müsste ich mich mal verbinden. Erste Hilfe Set nehmen. Um hier wieder ein bisschen frischer und gesünder zu werden. Das ist schon mal erfolgreich gelungen. Und jetzt ist die Frage, zu welchen der beiden ich mich nochmal vortraue. Weil da steht einer und da drüben steht einer. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Aber ich werde es jetzt einfach mal hier versuchen. Weil irgendwann kann man einfach nicht mehr so viel warten. Ja, und da hat er mich jetzt gehabt. Aber ihr habt gesehen, ich habe ihn auch gesehen und wahrgenommen. Der war oben auf dem Dach. Und jetzt gibt es halt diese Belohnung. In dem Fall
43. Rang von 99. Ja, und das ist der Sinn des Spiels. Also wirklich, man versucht so lange zu überleben, immer weiter vorzurücken und am Ende die Nummer 1 zu werden. Ich finde das Spielprinzip eigentlich wahnsinnig simpel, aber aufgrund der kurzen Runden, die war jetzt gerade mal um die 15 Minuten, muss ich sagen, finde ich das gerade besonders interessant. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen Einblick in ein anderes Spiel zu bekommen und diese Folge angezockt mit mir miterlebt zu haben. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.